Boah, Jungs, seht ihr meinen Vollbart? Boah. Freunde, macht euch keine Sorgen, ich habe kein Shopping-Problem. Überhaupt nicht. Das kommt wirklich nicht in Frage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem erneuten Fashion Unboxing. Ihr habt das letztes Mal schon gefühlt, dass ich so ein bisschen einfach quatsche, nebenbei Pakete auspacke, die Klamotten anprobiere. Ja, ich denke, ich habe so alle 3 Jahre so eine gewisse Style-Veränderung. Ich probiere sie jetzt aber nicht zu aggressiv zu gestalten, dass ich jetzt alles komplett über Bord werfe. Aber mir gefällt aktuell diese Old Man Aesthetics. Nennt man das so? Mir gefällt das ganz gut. Ich habe mir im letzten Fashion Pack Opening Segelschuhe und Loafer gekauft. Und ich denke, wir machen genau hier weiter. Ich habe kein Messer. Das ist mein Messer, Bruder. Das erste Paket kommt von HHV. Wir haben ein neues Paar Schuhe und 2 Longsleeves. Basic Longsleeves. Schuhe sind auch, glaube ich, relativ bekannte Schuhe. Nämlich Clarks Originals. Wallabies, habe ich auch schon mal gehört, den Begriff. Und ich bin echt gespannt, ob mir dieser Schuh gefallen wird. Das ist nämlich echt was anderes zu dem, was ich sonst trage. Oh mein Gott, Bruder, ich werde wirklich X der Rentner. Ja, Digga, was ist das denn? Bruder, Bruder, Digga, was ist jetzt los? Wie viel habe ich gezahlt dafür? Warte, hier war noch eine Rechnung. Preise stehen nicht drauf auf der Rechnung. Das ist ja eine geile Rechnung. Insgesamt der Warenwert 229 Euro. Ich werde, wie gesagt, je nachdem auch, was mir hier gefällt oder nicht gefällt, die Sachen auch wieder zurückschicken. Aber ich dachte mir, ich probiere... Schuhheim haben sie auch mitgeliefert. Beste Leben. Ich probiere es einfach mal aus und gucke, ob mir das Ganze gefällt, ob mir das passt. Und wenn es mir passt und mir gefällt, dann behalte ich es. Und wenn nicht, dann nicht. Hier habe ich meine wunderbaren Aim-Controller-Socken. Und wir schlüpfen in die Wallabies. Wallabies! Oder passen wie angegossen, würde ich sagen. Ich bin wirklich, wirklich 50 geworden, ne? Aber ich schwöre auf den ersten Eindruck. Ich glaube auch auf die Jeans. Ich werde heute auch noch eine andere Jeans anziehen. Und wir haben auch noch einen... Zweites Paket und ein drittes Paket und da sind auch noch Jeans drin. Denn ich habe gesagt, Jeans ist wirklich sehr schwer zu finden. Dies hier meine Baggieste, die ich habe. Und ich schwöre, die kommt, glaube ich, zu wild. Oder, Mann, Alter, wieso Chicken McNuggets, Alter. Meine Chicken McNuggets. Hä? Meine Damen und Herren, das ist er jetzt also, der Drip. Ist das der Drip? Oder ist das nicht der Drip, Freunde? Was? Meint ihr? Ich finde, es ist irgendwie wild. Ich finde es irgendwie wild. Ja. Ich finde, auf die Jeans kommen die schon echt gefährlich, ne? Ich will jetzt auch meine Hosen ein bisschen weiter oben tragen, nicht mehr so komplett Hänger-Baggy. Bruder, weil bei der Hose, ich zeig euch mal hinten meinen Arsch. Heute wieder Arsch gezeigt, Freunde. Warte mal. Ich habe die Hose auch gut und gerne mal so getragen. Und ich meine mal ehrlich, wenn ich die so trage, dann sieht es aus, Digga, als hätte ich mir dick eingeschissen. Oder, ja, als würde die Hose einfach wirklich dumm sitzen. Ich finde aber eigentlich, so vom Gefühl sitzt sie okay, aber es sieht halt Schwanz aus. Jetzt habe ich angefangen, die Hosen so ein bisschen auf der Ebene zu tragen. Und dann ist natürlich wichtig, dass sie trotzdem noch lang ist und jetzt nicht wahnsinnig auf den Schuh steckt, aber jetzt auch nicht überm Knöchel hängt. Und dafür muss die Hose halt lang genug sein. Aber ich finde, so ist der Look besser, würde ich sagen. Jetzt ziehe ich die 2 Longsleeves an, sind von Carhartt. Ich glaube, 30 Euro das Stück oder so. Größe L. Könnte vielleicht ein bisschen zu groß sein, glaube ich. Ich bin 1,90 groß, dachte ich mein ganzes Leben. Jetzt habe ich aber... mich mal gemessen, es war eher so 1,88, Bruder. Ich sag aber 1,90. 1,90, Leute. Ganz klare Nummer. L könnte vielleicht ein bisschen zu groß sein. Ich trage es ja nicht mehr so gerne, so komplett oversized. Aber ja, ich war beim Friseur. Bruder, der Bastard hat es komplett versaut, Digga. Ich mache mich nackig für euch. Oh, das ist meine aktuelle Form. Was sagt ihr? Naja. Obwohl,
sitzt eigentlich ganz gut, aber halt echt für meinen Geschmack zu lang, ne? Wenn das so wäre, wäre es besser. Ja, nee, ist zu groß. Finde ich einfach leider zu groß. Qualität fühlt sich sehr, sehr schön an, sehr dünn auch. Leider einen Ticken zu groß. Ich fühle mich da so ein bisschen wie mit so einem Müllsack. Wisst ihr, was ich meine? Müssen wir vielleicht nochmal ein M ausprobieren. Ich werde gar nicht jetzt das Weiße noch anziehen. Ziehe ich jetzt hier erstmal aus, gehe zurück. Wieso sammelt sich immer Staub im Bauchnabel? Was soll das? Hä? Was soll das? Ja, Bruder, leider ein Ticken zu groß. M müsste ich echt mal ausprobieren. Wahrscheinlich ist M dann ein Ticken zu klein. Ist doch immer dasselbe, oder? Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal bei Zalando bestellt habe. Keine Ahnung, was da drin ist. Ich habe es wieder vergessen. Ich musste die Pakete jetzt auch ein bisschen aufbewahren, bis alle angekommen sind. Ich glaube aber, Hosen sind jetzt 2 Stück drin. Und Hosen ist wirklich... Bruder, was soll ich euch sagen? Bei Hosen ist fast nie ein Treffer dabei. Einmal haben wir hier eine schwarze Hose von Dickies. Dann eine Jeans von Wrangler in Collaboration with Sandro. Keine Ahnung, Bruder. Ich habe wirklich nicht nach Marke gekauft, sondern nur nach Look. Dann haben wir hier nochmal so einen Pulli. Und nochmal 2 Jeans. Bruder, wenn jetzt hier keine einzige Hose dabei ist, dann falle ich ins tiefe, tiefe Loch rein. So, jetzt einmal Daumen drücken. Komm mal bitte eine gute Hose. Oh. Ich mach mich nackig, Jungs und Mädels. 3% Mädels, ja moin, schwarze Augen. 3%. Angeblich hat Alexander Koslowski von den Außenseitern 90% weibliche Fans auf Instagram. Sie glauben, die Geschichte ist wahr. Das ist der Stoff von der Dickies Hose. W34L34, oder? Passt eigentlich ganz gut, oder? Sagt ihr? Ihr seid jetzt wieder live dabei beim Arschtest. Kommt da hier wieder dieser Karottenvibe zustande oder geht es? Ich weiß es gerade selber noch nicht. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Bruder, sieht aber ganz gut aus, würde ich sagen. Oben schon Ticken eng. Obwohl, Digga, diese hellen Schuhe auf die schwarze Hose sieht wahrscheinlich auch jackert mit 3 Ohren aus. Ich glaube, die behalte ich. Wie viel kostet der Lachs? Keiner weiß. Loafer sehen dazu, glaube ich, kacke aus. So schwarz auf schwarz finde ich nicht nice, muss ich sagen. Vom Fit ist die echt ganz nice. Die kommt auf jeden Fall die engere Auswahl. Ich guck mal eben, ob ich hier einen Preis habe für euch. Der Preis ist heiß. Dickies Thomas Will Jeans Relax Fit 84,99. Gehen wir in die nächste Hose rein. Dann halt alles, Digga, pleite. Kann Insolvenz anmelden. Weiter machen wir mit Carhartt. W34, 34, 32. Carhartt eigentlich auch stabil. Boah, Waschung, Babawagen. Oh, auch wieder. Ja, sitzt eigentlich gut, sitzt gut. Boah, Bruder, ist ein bisschen dezent, nicht komplett, aber dezent, diese Karotten-Vibes, von denen ich hier immer spreche. Unten ist sie mir zu eng sogar noch geworden. Ja, mit Schuhen sieht schon viel besser aus. Eigentlich ganz cool. Der nächste Spaß, Sandro, Wrangler. Kein Plan, Bruder. Okay, Freunde, die ist zu eng. Das ist kompletter Käse. Und unten geht sie auch zu breit. Das ist ja Schlag. Das ist ja... wollt's ja nicht übertreiben. Letzte Jeans. Was erwarten die, was ich hier für Hüften habe? Ja, komplett over. Komplett over. Digga, was ist das denn? Jetzt haben wir noch hier irgendeinen Pullover. Jacob 6470. War auch nicht ganz günstig. Hat gekostet 83 Euro. Ist okay, glaube ich. Ja. Weiß ich wohin? Ärmel ein bisschen kurz, oder? Was sagt ihr? Hier macht's direkt so eine Wurst. Ich weiß nicht. Was sagt ihr, Freunde? Hier ist der absolute Saustar ausgebrochen. Jetzt haben wir noch ein letztes Paket von Vagabond Shoemakers. Da sind wieder 2 Paar Schuhe drin. Vielleicht sind es die Schuhe einfach. Ich laufe dann nur noch mit Schuhen rum. Scheiß auf die Hose dazu. Scheiß drauf. Auf mit dem Aal. Ich glaube, das sind ganz gute Schuhe. Preislich völlig im Rahmen. Aber dafür echt okay. So habe ich das jetzt auf jeden Fall gehört. Also, ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie die aussehen. Schuh Nummer 1. Live Reveal mit euch gemeinsam. Ich erkenne es gerade selber nicht so ganz in der Kamera. Komm. Aha. Wo mein Opa würde sagen, oh,
Alter, komm, hau bloß ab. Ja, also in denen fühle ich mich schon ein bisschen sehr alt. Würde mein Opa sagen, Bruder. Ey, die sind ja viel zu fett. Das sehe ich ja jetzt schon. Wir schlüpfen mal rein. Vielleicht ein ganz anderes Gefühl. Aber die sehen so mächtig aus. Bäh. Was ist das für Clownsschuhe? Ah! Ich meine, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Überhaupt nicht. Also wirklich, also gar nicht geht das. Sind auch viel zu groß, also müsste auch eine Nummer mindestens kleiner sein. Aber sieht auch komplett dork aus. Nee, nie im Leben. Bisschen diese Vibes, aber die sind halt 10-mal fresher als diese Böttiche. Nee, die gehen 100 Millionen % zurück. Behalt gar nichts von den Sachen hier. Und das letzte Paar ist, glaube ich, ein Loafer-Paar wieder. Oh ja. Die waren auch nicht günstig, meine ich. Also günstig. €200, €220 oder so. Die sehen schon fresh aus. Die sehen schon sehr, sehr, sehr elegant aus, finde ich. Aber sehen auch wieder riesig aus, ne? Riesig. Was habe ich hier bestellt? Welche Größe? Ich weiß gar nicht. Ja, viel zu groß. Also, nee, gefallen mir auch nicht. Nee, gefallen mir nicht. Einzig Positive, ich spare ein bisschen Geld, ne? Also, ja, sind auch unbequem wie Sau. Hier seht ihr sie nochmal. Nee, ist nichts für mich. In meinen Augen ist nichts. Ich habe noch nie so unbequeme Schuhe gehabt in meinem ganzen gottverdammten Leben. Ist auch viel zu groß. Ich sehe auch wie ein Clown dann aus. Nee, machen wir nicht. Das machen wir nicht. Die Treter kommen mir nicht ins Haus. Somit habe ich eigentlich meine Entscheidung getroffen. Ja, das gefällt mir so eigentlich ganz gut. Das ist ein Outfit, das fühle ich komplett. Von den Schuhen bis zur Hose, bis zum Oberteil. 90 € Dickies, Schuhe 150 € Clark Wallabies. Stabil. Komplett stabil. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich auch die Carhartt-Hose behalten werde. Für 90 macht man da nichts falsch, oder? Carhartt auch eigentlich stabil von der Quali. Was sagt ihr? Zu 100% gefällt mir es nicht. Hier gefällt mir es nicht. Frag nicht warum. Mir gefällt es hier irgendwie nicht so ganz. Irgendwie sieht das manchmal ein bisschen dulli aus. Das Oberteil hatte ich ja letztes Mal geholt gehabt. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich es behalte. Aber gerade tendiere ich dazu, es zu behalten. Freunde, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich muss hier noch ewig wahrscheinlich anprobieren und auschecken, was ich behalte und nicht behalte. Ich schicke wahrscheinlich einiges zurück. Eventuell gibt es dann irgendwann noch ein drittes Video, wenn ich mir nochmal ein paar Sachen geholt habe, die ausprobiert habe, ein paar Jeans oder so ein paar Oberteile. Mal gucken, Sommer kommt ja auch. Ich werde nicht zu viele so warme Sachen holen. Ich bin das so aus. Wünsche einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.